Mehlwürmer. Am liebsten würde der kleine Thibaut sie gleich lebend verputzen, aber zubereitet von Papa schmecken sie natürlich viel besser. Stefan Kraus aus Neumünster frittiert für Sohnemann und Schwiegermama einen Insektensnack. Das geht ganz fix. Die Tierchen in einer Pfanne mit heißem Öl geben und circa eine Minute knusprig brutzeln. Heute gibt's Probos, frittiert, frittierte Heuschrecken und leckere Mehlwürmer. Mit Dip. Sogar die Schwarzkäferlarven, Zophobas im Fachjargon, sind schon fertig. Thibaut, magst du einen Zophoba? Und ob, für einen leckeren Krabbelsnack lässt der Dreijährige alles stehen und liegen. Einstecken. Und, schmeckt? Ja. Gut? Ja. Möchtest du auch einen Mehlwurm haben? Warte mal, ich geb dir mal einen Löffel. Gerne doch, da passen ja auch viel mehr drauf. Und rein damit in die kleine Hamsterbacke. Für ihn ist es ein normaler Snack zwischendurch. Ja, er hat zwar auch andere Lieblingsgerichte, ganz klar, aber wenn man ihn fragt, lieber Pommes oder Zophoba, sagt er Zophoba. Die sind ihm am liebsten, aber auch Mehlwürmermage, bloß mit Heuschrecken hat es nicht so. Krabbeltiere für Thibaut das Normalste der Welt, schließlich verdient sein Vater sein Geld damit. Stefan Kraus betreibt einen Internethandel mit Insekten. Er bezieht die Tierchen von Zuchtbetrieben, bereitet sie nach einem geheimen Rezept zu und verschickt sie an seine Kundschaft, zusammen mit ansprechenden Menüvorschlägen. Lecker, Pasta al Insecto. Nach Meinung der UN-Ernährungsorganisation FAO gehören ohnehin mehr Insekten auf unsere Teller. Krabbeltiere gegen den Hunger auf der Welt. Insekten sind sehr nahrhaft. Sie haben einen hohen Gehalt an Proteinen und Mineralien. Es gibt sie im Überfluss und man kann sie züchten. Schon heute essen rund 2 Milliarden Menschen Insekten. Das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. Familie Kraus also voll im Trend. Mögen andere die Nase rümpfen, frittierte Insekten schmecken ihnen. Das lassen sie sich von niemandem madig machen. Insekten, ein leckerer Gaumenkitzel, das will Stefan Kraus mit einem Test auf der Straße beweisen. Einfach mal probieren. Und ich würde Sie mal bitten, einfach mutig zu sein und zu probieren. Nee, ganz bestimmt nicht. Ja, es schmeckt lecker. Sieht aber nicht so aus. Und euch mal bitten zu probieren. Nein. Wir machen hier ein Reportage, Nahrungsmittel der Zukunft. Ja, nur Mut. Nuts. Schmeckt angenehm nussig. Yes. Ja. Ob die Carsten nicht gerade fürs Dschungelcamp? Nein. Die schmecken aber nicht schlecht. Oh, KFC. Und was schmeckt das? KFC. Okay. Was ist das? Okay, es scheint zu schmecken.